Wir sind hier bei der Oro de Cacao in Freienbach am Zürichsee. Und wir produzieren hier mit einem weltweit einzigartigen und patentierten Prozess hochwertige Schoki und Schoki-Zwischenprodukte. Über die letzten 3 Jahre ist eigentlich auch die Fabrik, die jetzt hier vor uns steht, entstanden. IFM hat uns insbesondere bei der Evaluation und Auswahl von der Sensorik unterstützt. Das geht über Drucksensoren, Leitfähigkeitssensoren, selbstkalibrierende Temperatursensoren. Und was sicher ein grosser Punkt ist, ist, dass wir uns mit IFM zusammen zu einem relativ frühen Zeitpunkt von diesem Projekt dazu entschieden haben, die ganze Sensorik auf iolink-Topologie aufzubauen. Und das ist vor 2,5 Jahren für so ein grosses Projekt immer noch ein bisschen ein Risiko gewesen. Und durch das, dass wir IFM da an der Seite hatten, sind wir auch bereit gewesen, um das Abenteuer anzupacken. Und es ist sehr gut rausgekommen. Ein grosser Vorteil von der iolink-Technologie ist natürlich, dass wir einen sehr guten Überblick haben über die gesamte Anlage. Wir haben die Möglichkeit, über einen zentralen Server über Moneo-Configure direkt runter auf einen einzelnen Sensor, auf die einzelnen iolink-Master zu verbinden und dort Zusatzinformationen aus dem Sensor rauszulesen oder eben nachher auch Einstellungen zu machen. Das ist durch das Setup in wenigen Klicks möglich. Ich sage mal, vielleicht für einen Sensor ein bisschen rauszuheben, sind natürlich immer, wenn man verfahrenstechnische Prozesse wie unseren hat, qualitätsrelevante Prüfmittel ein wichtiger Punkt. Und da setzen wir zum Beispiel die selbstkalibrierenden Temperatursensoren ein, die eigentlich automatisch einen gewissen Teil der Überprüfungsarbeit uns abnehmen. Das, denke ich, ist ein grosser Vorteil. Zusammenarbeit für mich, IFM Oro de Cacao, ist sehr professionell. Mit IFM zusammen finden wir eigentlich für jedes Problem, das wir uns ausdenken, eine Lösung. Also sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit.